in so einer Zeit, da musst du auch als Schiedsrichter einfach mal ein bisschen sensibler an dieser Sache rangehen. Und da musst du auch einfach sagen, ich entscheide jetzt einfach. It's okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hockey Marshals Talks. Heute mal wieder relativ vollzählig. Marco, Andreas, ich bin auch wieder da und wir haben heute mal einen Gast. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich bin der Frank. Ich betreibe den Eishockey-Blog Bully. Ja, yeah. genau. Seit 2013 schreiben wir regelmäßig über Eishockey. Wir, was nehmen wir alles in den Fokus? Wir nehmen die Spiele in den Fokus, wir machen Interviews. Die neuen Schnürriemen von Alexander Ovechkin sind auch mal Thema bei uns. Das ist der absolute Burner. Sehr wichtig, sehr wichtig. Und ja, und das machen wir jetzt seit über 6 Jahren. Und ich finde es echt cool, mal hier zu sein. Und bin gespannt, was mich hier heute so erwartet. Dann wollen wir direkt mal anfangen. Wir haben uns heute ein relativ aktuelles Thema genommen. Und zwar gab es in der Nacht zu Sonntag beim Spiel Vancouver gegen Colorado eine Situation, die ein bisschen für Furore gesorgt hat, beziehungsweise auch die ein bisschen, ja, ich will nicht sagen für Unstimmigkeiten gesorgt haben, aber wo es ein bisschen unklar war, wo die Reise hingehen soll in der NHL. Und zwar gab es im letzten Drittel, 3 Minuten vor Schluss circa, wir werden die Szene auch gleich einblenden, die Situation, dass Matt Calvert einen Schuss in der eigenen, im eigenen Drittel blockt von Patterson und der kriegt den Puck halt aus kürzester Distanz direkt an den Kopf. Wenn man das Video mit Ton sich anschaut, dann hört man sogar den Aufprall ziemlich klar. Ja, und Matt Calvert bleibt auf dem Eis liegen. Situation war, Colorado führt 4-2, es waren 3,5 Minuten, glaube ich, noch zu spielen. Der Torwart war vom Eis, das heißt, es war so eine Situation wie, jetzt geht's auch um alles. War jetzt nicht irgendwie unentschieden, Mitte, zweite, Drittel, sondern war auch so, pfeift der Schiri ab, wird sich vielleicht Vancouver beschweren, pfeift er nicht ab, haben wir das, was wir jetzt haben. Ja. Im Endeffekt, das Ende vom Lied war, es fiel das Tor, was natürlich doppelt ärgerlich ist und was die ganze Situation wahrscheinlich erst so hat hochkochen lassen. Und dann gab es die große Diskussion in den sozialen Netzwerken. Muss der Schiedsrichter abpfeifen oder muss er nicht abpfeifen? Laut den Regeln muss er nicht abpfeifen. Die Regel ist, wenn es eine schwerwiegende Verletzung ist, aber jetzt ist dann muss er, wenn er der Meinung ist, der Spieler, selbst wenn er es nur nicht mal aus eigenen Kräften zur Bank schafft, aber er ist nicht so ernsthaft verletzt, also ich sage jetzt mal blöd gesprochen, Beinbruch, der kommt nicht mehr hoch, muss er trotzdem erstmal nicht abpfeifen, sondern erst, wenn die verteidigende Mannschaft in Puckbesitz kommt. Das ist natürlich schwierig, wenn man als Liga den Standpunkt vertritt, die Spieler gerade bei Kopfverletzungen zu schützen. Klar kann man auch da argumentieren, wenn der Puck einmal eingeschlagen ist, ist die Verletzung so oder so da. Ja, also ich finde es sehr, sehr schwierig. Genau deswegen. Weil das Ding ist, der steht hinterher auf. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter sehen konnten, dass der blutet. Ich glaube, das wird erst, nachdem das Tor gefallen ist und er wirklich hochkommt. Der Trainer rennt aufs Eis, er nimmt den Helm, da gibt es auch ein Foto, relativ deutlich zu sehen, da nimmt er den Helm ab und es läuft ihm hier auch das Blut runter. Ja, wie gesagt, weil was du schon sagst, die pfeifen hinterher ab, der steht auf, hat vielleicht dann nichts in Anführungszeichen, hat vielleicht einmal nur am Schädel gerumst. Ist natürlich dann auch immer schwierig, weil das natürlich dazu einlädt, dass man eventuell Situationen herbeiführen aber kann. Aber da werde ich jetzt mir sicherlich einige Leute, da werde ich mir keinen Gefallen selbst mit tun, aber wir sind ja auch nicht beim Fußball, wo man kurz vor Schluss solche Situationen halt immer sieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach, da gibt's keine zwei Meinungen. Also wirklich. Also sobald Rede, so was die Regel ist. Naja, das also dann müssen die eine feste Regel machen, dass bei einer Kopfverletzung sofort abgepfiffen wird. Und genau das ist die Regel. Genau das war die Kontroverse. Die Regel sagt nicht eindeutig. Ja, aber Verletzung am Kopf pfeift ja nicht danach. Sollte nicht nach Empathie-Level jetzt pfeifen. Aber es geht sondern ja der pfeift danach, was die Regel ist. Aber es geht ja nicht um Empathie, sondern es geht ja um die Gesundheit der Spieler. Und ja. In dem Fall jetzt die Regel angepasst. Ist der Puck ist ja ganz klar am Helm eingeschlagen. Das sieht man nicht nur, das hört man auch. Also
Man hört es eindeutig. Matt Calvert bewegt sich aber. Ja, natürlich bewegt er sich. Also die wissen, der ist nicht ausgenockt, wie ja, bei dem Check bei Ottawa gegen Boston. Der ist nicht sofort bewusst. Aber das heißt ja nichts. Also, ja. Bei einer schwerwiegenden Kopfverletzung kann es ja auch noch mal ansprechbar sein. Ich meine, er liegt auf dem Boden. Fakt ist, er ist jetzt zurück. Also sie sind am Roadtrip und er muss jetzt zurück nach Denver. Er hat Concussion-Protokoll. Das heißt, die Gefahr, dass er eine Gehirnerschütterung hat, vielleicht hofft man, dass er nur eine Gehirnerschütterung hat. Da kann sich auch irgendwas brechen oder innere Verletzungen. Keine Ahnung. Ja, kann ja alles passieren. Klar, das siehst du in diesem Bruchteil der Sekunde nicht. Aber für mich persönlich bin ich als Schiedsrichter schon, wenn ich sehe, dass der Gegenspieler, der ja bei 2 Tore Rückstand, 3 Minuten vor Schluss, 3,5 Minuten vor Schluss, das Spiel gewinnen will. Und wenn der schon da steht und sagt... Ich bin absolut eurer Meinung. Nein. Also ich hätte auch den Pfiff mir gewünscht. Aber wir müssen ja erstmal davon gehen, was ist das Regelwerk? Und da müssen die ran. Ja, du kannst jetzt nicht, aber wir können uns nicht hinstellen und sagen, da haben die Schiedsrichter dafür einen Mist gemacht. Weil nee, grundsätzlich müssen die... Fakt ist, und das, ich glaube, ja, McKinnon hat es auch gesagt, du musst es halt differenzieren. Wenn er den Puck, wenn er blockt den Schuss, er schmeißt ja in den Schuss. Schmeißt er sich andersrum, kriegt er den gegen Knöchel. Wenn der Fuß oder der Knöchel bricht oder der Fuß bricht, ja gut, dann krümmt er sich vor Schmerzen, aber da passiert nichts. Da passiert auch einfach nichts. Aber sobald er den am Kopf hat, da können auch, jetzt sagen wir mal, der liegt da 20 Sekunden, weil das Spiel weiterläuft, da können 20 Sekunden schon entscheidender sein. Da darf man auch... Also jetzt in der ganzen Spielszene hat sich ja alles im Drittel von Colorado abgespielt. Ja. Torwart war raus, also wir haben 4 Schiedsrichter. Hätten nicht ein Schiedsrichter das sehen müssen? Oder eingreifen müssen. Es gab ein Foto, das wurde so ungefähr grob von den Auswechselbänken. Da siehst du die Situation und du siehst genau hinter dem Vorfall den Schiedsrichter und also den Rücken von dem anderen. Die gucken also quasi so, als wenn die in so einer Schleuse sind und die Szene ist genau in der Mitte. Das heißt, die konnten beide relativ gut sehen, die Hauptschiedsrichter. Ich meine, das Klacken haben wir ja auch gehört. Ja, auch in den aber auch da ist, wie gesagt, der ist nicht ausgenockt. Ja, aber trotzdem. Der kam auch nicht hundertprozentig hoch. Der war schon. Genau, du siehst ja, dass er am Taumeln ist. Und bei einer schwerwiegenden Kopfverletzung heißt es ja nicht sofort, dass ich einen Blackout haben muss und da liegen muss. Nein, aber das, wie gesagt, nochmal, das ist die Regel. Das sind von den Schiedsrichter zu erwarten. Weil, wie gesagt, ihr sagt jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht genau, ob man da nicht vielleicht denken kann, hätte für die Schulter gekriegt, tut auch weh, sonst wie. Wie gesagt, man sieht, es ist ja nicht, dass da eine Blutung oder sonst was. Nein, das ist, der bewegt sich, ist getroffen geworden. Wie gesagt, dann ist es auch noch die Heimmannschaft, die im Angriff ist, behaupte ich jetzt auch mal, dass das vielleicht auch noch, ja, durch doof läuft, eine Rolle spielt. Darf aber nicht. Man weiß, das sind Bruchteile einer Sekunde. Gerade in der Zeit, ja, wo die Sportligen weltweit, egal welche Sportliga, immer mehr den Fokus auf Kopfverletzungen legt, weil das einfach schwerwiegende und langfristige Folgen auch hat, finde ich, in so einer Zeit, da musst du auch als Schiedsrichter einfach mal ein bisschen sensibler an dieser Sache rangehen und da musst du auch einfach sagen, ich entscheide jetzt einfach. Regeln lassen ja auch immer einen gewissen Spielraum, wie du sagst, wurde jetzt getroffen, war das schwerwiegend und sowas. Wenn er den Puck sofort ins Gesicht bekommt und der Schiedsrichter hat das klar gesehen, dann wird ja auch sofort abgepfiffen. Dann wird ja auch nicht gesagt, okay, der zappelt noch ein bisschen, ne? Lassen wir den erstmal liegen. Sondern da muss ein Schiedsrichter, einer von den 4, einfach klar sagen, komm, ich. Und dann steht der auf und hat nichts. Ja. Und dann sagen die, hör mal, was pfeifst du ab? In der Regel steht aber ganz klar, der Schiedsrichter, wie gesagt, wir haben die Fernsehbilder, wir sehen, wie der aufsteht, wie der den Helm hat, mit der Blut da ist. Der muss aber da entscheiden, der kann nicht in die Zukunft gucken. Wie gesagt, die müssten eine Regel machen, um den Schiedsrichter zu schützen. Du meinst jetzt nicht, dass es nach der Schule macht und alle dann auf einmal anfangen, hier nein, so... Nein, aber es kann ja auch durchaus sein, dass der dagegen kriegt, dann kriegt ein Piepsen auf dem Ohr, aber eigentlich ist nichts. Ich weiß, was du meinst. Aber was sagt noch, der zuspricht, der Pettersson, der bleibt ja dabei, der hat gesehen, da ist ja, was der hebt falsch den gelaufen Arm und der geht da runter und sagt, immer, hier stimmt was nicht. Und dann auch, dann wenn man die Szene, man kann sich nicht... Nach der Regel könnte man sagen, warum spielt die Heimmannschaft nicht einfach ein Verteidiger von Colorado an, dann muss abgeschossen werden. Ja, stopp. Da muss man fairerweise sagen, wahrscheinlich hat es nicht jeder Vancouver-Spieler gesehen. Das kann auch sein. Das will ich einfach mal behaupten. Das weiß man auch nicht, ja. Entschuldigung, der das Tor schießt, steht neben dem Johnson und sieht, wie der Johnson die ganze Zeit dahin und also wie gesagt, das ist so einfach, das immer auf die Schiedsrichter abzuwälzen, weil ich sehe da eher die Liga im, wir haben ja noch eine andere Szene. Ja, Nashville. Die war und da kommt eine Woche vorher. Und da kommt die verteidigende Mannschaft am Puck. Ähnliche Szene,
Der Aufschrei ist aber nicht so groß. Finde ich persönlich aber fast noch schlimmer. Ich persönlich auch eine schlimmere Szene. Qual resultierte kein Tor. Aber der Medien, also der Aufschrei in den sozialen Netzwerken war bei der zweiten Szene. Der kam wiederum erst durch die zweite Szene dann wieder hoch. Ja. Ich habe das auch nicht in der Form mitgekriegt. Das ist aber noch schlimmer. Weil auch. A, liegt der gefühlt im Torraum. Das heißt, noch ein Schlagschuss, keine Ahnung, irgendwas. Und der wird nochmal getroffen. Und da in dem Fall finde ich, ein Calvert, der liegt auf dem Boden, hält sich, versucht ein bisschen hochzukommen, taumelt ein bisschen. Hm. Aber der hat ja richtig gezappelt vor Schmerzen. Genau. Das fand ich ja, der hat ja richtig, richtig... Und lag im Schussfeld. Und das finde ich ja, das war eine ganz, schon ganz, ganz schwierige Szene. Im schlimmsten Fall geht der Puck nochmal zur blauen Linie. Da wird nochmal ein abgepfeffert und er kriegt den nochmal vor den Kopf. Ja. Was ist dann? Was sagst du dann? Ich bin ja eurer Meinung. Ich sage nur, die Regeln sollten angepasst werden. Deswegen glaube ich auch, dass die Regeln angepasst werden. Weil Stand jetzt ist... Ist ja nichts. Spieler ist verletzt und muss abwarten. Wie will man die Regeln anpassen? Ja, sobald Kopfverletzung ist Puck an Kopf, abgepfiffen. Puck an Kopf. Ja, ansonsten, ja, alles, was da, wenn ein hoher Stock ist, ist eine Strafe, dann wird ja sowieso abgepfiffen. Check gegen Kopf wird auch sofort abgepfiffen, sag ich jetzt mal. Aber Puck gegen Kopf, und das hatten wir 2 Wochen vorher gegen Nashville, Colorado, oder nicht mal ganz 2 Wochen vorher, kriegt der Zadorov auch den Puck gegens Gesicht und schmeißt auch den Schläger weg und fällt hin. Spiel läuft weiter. Ende vom Lied war, er hat den gebrochenen Kiefer und ein paar schiefe Zähne. Das heißt, er kriegt den Puck auch dahin und fällt um. Aber die lassen das Spiel weiterlaufen. Das heißt, wenn man die Regeln nicht ändert, werden die Situationen immer noch kommen. Man muss die Regeln dann ändern, sobald Puck an... Ja, schwierig, aber sobald Kopf im Spiel ist, ja, muss abgepfiffen werden. Einfach. Ja. Wie die Regel, es gibt ja, wenn der Goalie den Puck an die Maske bekommt, soll auch sofort abgepfiffen werden. So ist, glaube ich, noch die Regel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die so ist. Nee, in der NHL eher nicht. Nee. Okay, dann also, bei uns. Also in der DL ist es definitiv so. Aber da siehst du ganz oft, wie die den Puck gegen die Maske kriegen, es wird weitergespielt. Ja. Ist natürlich eine Frage von Qualität der Schiedsrichter in Deutschland, aber. Ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen so das Geschwindigkeitsproblem. In den meisten Fällen wird es auch gepfiffen, ja, ne? Aber in vielen Fällen, da weißt du einfach gerade wahrscheinlich nicht, weil. Ich sag mal so, das ist ein Bruchteil einer Sekunde. War das jetzt der Pfosten? Gut, das könnte man eventuell hören oder halt so ein. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ne? Aber als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, sah das für mich auch gar nicht aus, als würde er den Puck vom Kopf kriegen, sondern sieht, der kriegt den irgendwie hier oben. Ja, der liegt halt, der Block, der kann den ja auch hier gegen kriegen. So, wie gesagt, jetzt nochmal. Der Schiedsrichter weiß vielleicht gar nicht, dass er den von dem Kopf gekriegt hat. So, ja. Jetzt liegt er da und bewegt sich aber sofort. Und wie gesagt, zappelt noch niemals so wie der Fabro in Nashville. Ja, ja. Sondern er versucht aufzustehen, geht dann wieder zusammen, aber er ist die ganze Zeit, du weißt, wie gesagt, dann mitten im Angriff einfach zu entscheiden, also wie gesagt, wir wissen hinterher, der nimmt den Helm ab und blutet. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen einfach zu sagen, ich finde auch, Regeln dürfen den Schiedsrichter nicht viel Spielraum lassen. Nee, also ich finde, sondern brauchst du keine Regeln, wenn wir überall viel Spielraum haben. Da müssen die ran. Und ich glaube aber trotzdem, weil wie gesagt, selbst da, auch wenn wir sagen, da sind vielleicht 4 Schiedsrichter auf dem Eis, wenn die das nicht sehen, und das haben wir dann auch das Problem mit Puck an den Kopf, es wird halt immer Verletzungen geben bei dem Sport. Und wie gesagt, der würde ich sogar sagen, tatsächlich, weil auch der, ich glaube, war der Voracek oder der Giroux, ich glaube Voracek, dann hatten wir bei den Kölner Haien so eine Szene von Fairplay, wo in beiden Ligen der Spieler jeweils gesagt hat, war gar kein Foul. Ne? Einmal hat der, ich glaube, der Voracek hat einmal ist ausgewichen und für den Schiedsrichter sah das aus, als hätte er einen hohen Stock gehabt. Ist er hinterhergefahren, hat dem Schiedsrichter gesagt, der hat mich ja überhaupt nicht getroffen. Da haben sie den Spieler von der Strafbank geholt und bei Köln war es ja auch, wo der gesagt hat, der hat mir nicht Beinchen gestellt, ich bin hingefallen. Das geht halt auch. Ne? Also ich finde es ein bisschen billig zu sagen, wenn wir Fairplay wollen oder Ermessensspielraum, würde ich mir wünschen, bei 82 Spielen, dass die Mannschaften halt einfach trotzdem auch ein gewisses Maß an Fairplay an den Tag legen. Gerade wenn man daneben steht und dem Spieler signalisiert, da könnte man auch einfach die Situation wenn man anders. Wirklich, weil der Pettersen wird es wahrscheinlich auch gar da kein Vorwurf. Du siehst, dass er sofort geschockt ist und auch selber nicht weiß, was er machen soll. Er versucht es, glaube ich, auch zu signalisieren. Nur da muss man dann auch irgendwie sagen, dann soll der Rest der Mannschaft auch einfach aufhören. Ja, oder wenn Pettersen halt. Ich will ihm, er macht absolut gar keinen Vorwurf. Er sagt ja sogar noch, aber jetzt. Der nimmt auch nicht mehr am Spielzug teil. Nee, aber wenn er jetzt wirklich. Er bleibt noch so ein bisschen. Wie gesagt, keinerlei Vorwurf. Aber wenn er aufhört zu spielen und sagt, hier, dann würden die Schiedsrichter auch abpfeifen. Ja, wahrscheinlich. So wussten sie auch nicht. Aber ist halt, was mich halt ein bisschen gestört hat, ist, er signalisiert,
der Johnson von Colorado, der signalisiert sehr eindeutig, pfeif ab, weil der hat ja auch gesehen, was mit seinem Mitspieler, der hat vielleicht... Ist aber jetzt zugegebenermaßen sogar der Spieler, der am weitesten wegsteht, ne? Also da ist ja dann auch... Ich meine, das würde ich auch machen, mein Teamkollege liegt da auf dem Eis, da würde ich auch sagen, ja, aber wenn... Ja. Also ich würde jetzt, ich würde das Patterson anzeigen schon deutlich... Fairerweise ja, muss man da auch den Schiedsrichtern zu den Schiedsrichtern sagen, das klingt jetzt ewig, als wäre es eine ewige Spielszene gewesen, aber das waren auch nur ein paar Sekunden. Das ist total und ich schwierig, glaube auch, dass wir hier jetzt wahrscheinlich nicht auf einen Nenner kommen werden. Ne? Die müssen die Regeln ändern. Und übrigens nicht nur da, sondern bei der Kicking Motion müssen die Regeln auch dringend ändern. Weil die müssen einige klarer. Regeln ändern, ja. Aber ich meine, solange sie nicht mit Helm aufeinander losgehen, wie in anderen Sportarten, ist alles in Ordnung. Würde mich mal echt interessieren, wie die Meinung draußen ist. Sagt mal, wie seht ihr die Situation? Vielleicht haben die Schiedsrichter da unsensibel gehandelt oder schließt euch da Marco an und sagt, da muss klar geregelt werden, da muss entweder abgepfiffen werden oder man lässt es so laufen wie jetzt, muss es aber dann hinnehmen, dass eventuell Kopfverletzungen entstehen. Anders kann man es ja aktuell nicht nennen, wie die Regeln ausgelegt sind. Schreibt uns einfach mal. Ja, würde mich interessieren. Jo, machen wir. Tschö. Das ist, glaube ich, der beste Abgang ever. Tschö.